Wir schauen jetzt noch einmal, was die Fraktionen heute zu dem Thema Untersuchungsausschuss Pkw-Maut gesagt haben. Wir beginnen bei der Parteifamilie von Andreas Scheuer bei der CDU. Also erstmal ist es das grundsätzliche Recht der Opposition, Untersuchungsausschüsse einzuberufen. Und das respektieren wir. Wir hätten das nicht für notwendig erachtet, weil ich glaube, dass man die Fragen auch anders beantworten kann, beziehungsweise sie schon beantwortet sind. Und wir sehen das auch mit großer Gelassenheit. Und insofern schauen wir damit einfach mal, was passieren wird. Der Stuhl von Herrn Steuer, der wackelt natürlich nicht. Andi Scheuer ist ein guter Verkehrsminister, der sehr viel bewegt, der sehr innovativ ist. Und insofern stehen wir auch als CDU-CSU-Fraktion hinter Andi Scheuer. Zur Pkw-Maut. Zuerst die Frage, rechnen Sie damit, dass Sie die nötigen Stimmen zusammenkriegen heute? Und wo könnte es im EU-Ausschuss gefährlich werden für Minister Scheuer? Also ja, ich rechne damit, wir werden heute den Untersuchungsausschuss einsetzen können. Und gefährlich ist es eigentlich jeden Tag für Herrn Scheuer, weil er sich an der Aufklärung nicht beteiligt. Er hat lange so getan, als ob. Und jetzt muss endlich klar werden, auf den Tisch gelegt werden, wann hat er eigentlich mit wem gesprochen in diesem Verfahren? Wie viel Geld ist er dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin schuldig, dadurch, dass es rausgeschmissen worden ist für etwas, was er politisch unbedingt wollte, wo er gemeint hat, dass das der CSU besonders hilft, dass es besonders in einem Wahlkampf, in einem Landtagswahlkampf helfen kann. Und deswegen werden wir für Aufklärung sorgen, so wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir hätten es lieber so, dass wir sehr schnell hätten sagen können, so muss es sein. Wenn man aber einen Minister hat, der sich noch nicht mal des Problems bewusst ist und der so tut, als ob er keinerlei Fehler gemacht hat, dann muss man leider einen Untersuchungsausschuss machen. Und dann wird sich Herr Scheuer rechtfertigen müssen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass er in seinem Amt zu halten ist. Die CSU führt das Verkehrs- und Infrastrukturministerium seit gefühlt 100 Jahren. Und das Ergebnis ist, dass wir sowohl beim Internet Entwicklungsland sind, dass wir marode Straßen, teilweise auch Autobahnen haben. Das ist die Bilanz eines CSU-Ministeriums. Und jetzt haben wir dieses totale Desaster mit der Maut. Ich will die CSU mal daran erinnern, dass sie klar und deutlich artikuliert hatte, gibt es keine Pkw-Maut, gehen Sie nicht in die Bundesregierung. Es wäre jetzt dringender Handlungsbedarf gegeben. Nach unserer Auffassung ist Andreas Scheuer nicht mehr haltbar. Das geht auf uns, auf unseren Experten Oliver Luksic zurück. Wir halten es für dringend erforderlich, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Hier geht es um Milliarden und im Straffall jetzt oder im Schadensfall Millionensummen, die mindestens in fahrlässiger Weise eingesetzt worden sind. Der Bundesverkehrsminister muss sich fragen lassen, wie sein Umgang mit Steuergeld ist. Ob er nur hoppla hopp schnell etwas durch das Parlament bringen wollte, weil er glaubte, im nächsten Jahr das Geld nicht mehr zu haben. Und jede Form der Sorgfalt, jede Form vorausschauenden Verwaltungshandelns, wie wir es eigentlich von einer Regierung erwarten, spielte überhaupt keine Rolle mehr. Diese Rachemaut der CSU und der CSU-Verkehrsminister kosten den Steuerzahler viele, viele Millionen Euro. Und da ist es eine Frage des Respekts, dass das präzise aufgeklärt wird, gerade weil Herr Scheuer selbst oft genug über Transparenz spricht, aber dann nicht hält, was er verspricht. Haben wir? Bist du da irgendwie bei den Verkehrsleuten dran? Nein, also bin ich nicht. Ich weiß, worum es geht, also dass quasi Unregelmäßigkeiten bei der Planung der Maut vorgekommen sind. Und dafür soll es einen Untersuchungsausschuss geben. Selbst wenn wir nicht zustimmen würden, würden die anderen, die das einsetzen wollen, glaube ich, die 25% erreichen. Aber wir sind immer dafür, dass alles aufgeklärt wird. Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich, ich kann da nicht, nehmt es nicht wörtlich, aber ich gehe davon aus, dass wir diesem Untersuchungsausschuss natürlich auch zustimmen werden, weil wir immer dafür sind, dass etwas aufgeklärt wird, was nicht regelkonform passiert ist.